Hallo und ein herzliches Willkommen zurück bei Ark Multiplayer mit Xanosh, dem Tommy und der Daisy. Ja. Oh, moin. Hallo. Wir hatten hier gerade vorhin ein bisschen Theater in der Zeit, wo wir kurzes Päuschen gemacht haben offscreen und ja, hatten dadurch auch einen Trike verloren, aber das ist weniger schlimm. Wir sind Gott sei Dank alle noch am Leben. So, wir werden jetzt mal weiter tigern. Ah, immer in Richtung zum Ziel, wo wir hinwollen. Ja. Komm, Daisy. Seid ihr? Hier weitergelaufen, oben lang. So. Ja, der Verlust von dem einen Trike, das ist schon schmerzhaft. Aber lieber Strike als wir. Oh ja. Guck mal, ein Stego. Ich sehe das erste Mal jetzt ein Stego. Eine Runde Mitleid. Ich meine, jetzt seit wir das Let's Play machen, sehen wir das erste Mal ein Stego. Am Strand ist ein Raptor. Ein Raptor ist weniger gefährlich. Und so ein blödes Viech wieder, was da meint, Terror zu schieben. Blödes Viech? Ja, mit dem Kamm hinten auf dem Rücken. Das ist ein Spino, der ist gefährlich. Ja, der läuft dort im Wasser rum. Ich habe Kampfmusik, irgendwas ist der hier. Kampf, Kampf. Der Daisy. Ist kaputt. Kann der Tür? Ich höre schon wieder was. Schon wieder tot. Kaputt. Wie sieht's aus? Laufen wir jetzt runter oder? Einfach geradeaus. Erstmal. Ich laufe da nicht am Wald entlang. Oder im Wald. Ich will lieber hier ein bisschen am Strand laufen. Ein Kilo, guck mal. Nee, das einer? Ist ein Kilo. Das sind, sag ich ja, einer? Okay. Level 104, ein Kilo. Merken? nee. Was? Lieber in Ruhe lassen. Da ist ein Babyaffe. Guck mal, was da rechts auf uns zukommt. Am Strand. Oh. Ja, der läuft im Wasser rum. Aber auch gerade hier am Strand hier unterwegs. Ein Raptor ist auch da unten. Ich gehe Richtung Wald rein. Ja. Ein bisschen am Waldrand entlang, ja, nicht im Wald rein. Die hängen nämlich da schon wieder alle fest. Wie sieht es denn aus? Daisy muss ich erst freischaufeln. Der Raptor unten ist noch friedlich. Ja, noch hat er uns nicht gesehen. Ne, den großen sehe ich auch nicht. Der kommt von hinten. Da, da, da. Glaube ich nicht. Okay, der Raptor kommt näher. Der hat gerade ein Schwein angegriffen. Ich hab den Anquillo, der ist vor uns, am Strand. Du meinst Spino. Ja, den. So. Und ein Raptor ist hier vorne am Waldrand unterwegs. Ja. Dann sag mal, gehen wir ganz schnell geradeaus.
Durch den Wald haben wir weniger Chancen. Ich gehe mal kurz oben mal ein bisschen kurz die Sicht mal kurz schauen. Hier oben müssen wir uns. Was bist du? Da oben. Ach du Scheiße. Was? Raptor. Raptor. Oh oh. Raptor ist tot. Ja, was machen wir jetzt? Ja, keine Ahnung, wir gehen hier unten irgendwie weiter und passen halt auf die Raptor, auf dem Raptor auf da unten. Wir müssen hier weiter. Ich will nicht durch den Wald gehen. Du bist so dicht. Einfach geradeaus über Wasser. Du willst quer über das Wasser hinten auf die andere Seite, oder was? Ja. Na gut. Komm, Dilo. Warte, dann komm ich nochmal zurück. Hoffen wir mal, das war keine Piranhas oder so haben da drin. Deswegen erstmal kurz warten, bevor einer ins Wasser geht. Deswegen. Nein. Zurück. Wieso, was kommt? Ich bin nur an der anderen Seite. Raptor, Achtung. Boah, Level 112 Raptor. Meine kleinen Gifties hängen hier fest. Befrei sie. Ja, ich bin gerade am Kloppen schon mit dem Weltmeister. So. Zwickmühle. Wieso? Oh mein Gott. Bin da Ding drin, oder was? Guck mal geradeaus rüber. Hinter dem roten Baum. Da läuft er. Oh, nochmal ein Spino. Ja, ich sehe ihn, da. Da und auf unserer Seite ist auch einer. Ja komm, dann müssen wir wohl den Weg durch den Wald wählen, oder? Mindestens ein kleines Stückchen. Also ein Spino werden wir uns jetzt stellen müssen. Ja, warum gehen wir jetzt nicht hier hinten durch den Wald, machen da so kleine Bresche rein? Jetzt da mit dem Spino anzulegen. Also die Twikes sind ziemlich stark, die haben gerade 112er Ding umgekloppt. Versuchen können wir es. Ja. Not angreifen und wir flüchten und die machen weiter den Kampf. Dann hopp. Welche Seite denn jetzt? Rüber oder was? Willst du da jetzt übers Wasser oder nicht? Der ist jetzt gerade nicht da. Erdbeben, Alter. Das sind 5 Piranhas im Wasser, gell? Ich geh rüber. Ich bin jetzt gleich drüben. Aua, aua, aua. Ja, das war's. Bleib mal tot. Ja. Fuck. Ich bin der Einzige, der noch lebt. Halt die ganzen Tiere zu dir rüber. Oh mein Gott. Dumme Idee. Ich hab... Scheiß Ecke da. Oh Mann. Ja, und jetzt? Sollen wir es aufgeben? Ich bin tot. Auch tot? Ja. Was machen wir? Ja, geben wir es auf, oder? Ich geb's auf. Gucken wir, ob wir da irgendwie random rauskommen können. Nur 2 ist kacke. Ist auch
ist. Aber das sind doch alles scheiß Zonen, hey. Ja. Jesus. Also wir haben ja Fest 3 wieder. Ja, schade war es, ne? Ja, ich glaube, wir geben das auf. Wir sind noch zu schwach dazu. Vielleicht überleben unsere Tiere das und wir holen sie uns irgendwann wieder. Ja, zu schwach. War vielleicht eine dumme Idee durch das Wasser durch, aber... Man kann sich jetzt im Nachhinein drüber streiten, wie man möchte. Passiert ja. Ist passiert. Ach du Scheiße, wo bin ich denn jetzt? Hi Schatzi. Nee. Nein. Tommy. Danke, dass du mich Schatzi nennst. Willst du auch Bussi haben dafür? Ich habe übrigens Level Up, durch den ganzen Stress und auch. Ja. Schnell, oh, zwei sogar. Oh, drei Level. Drei Level Ups. Leben gehen. Bisschen mehr abhärten. Ja, Scheiße passiert. Was soll man machen? Wenn man wohl oder übel erstmal unsere Tiere zurücklassen und. Ja. Gucken, dass wir, wenn sie es überleben, dass wir irgendwann sie dann einsammeln. Wir brauchen definitiv richtige Waffen. Ja. Metall. 41 Punkte jetzt. Metallwaffen. Blitzebogen. Ja, Bogen. Am besten richtige Metallwaffen, die wie heißt das da? Metall. Nein, da ist Krokodil. Dicke da. Ach ja, so schnell kann's gehen. Ja. Schnell kann es gehen. Bin übrigens jetzt auch immer auf dem Weg zurück nach Hause zu laufen, ins alte Zuhause. Ja, mal sehen, vielleicht starte ich nochmal eine kleine Single-Expedition. Damit ich mit dir unsere Tiere zurücklocken kann. Offscreen, oder? Wow. Ich würde mal sagen, wir holen offscreen unsere Tiere zurück. Oh. Okay. Was war jetzt? Ein Kombi hat. Genau. Aber der Vorteil ist, ich bin im Bett gespawnt. Bin auch gleich daheim. Ja, ich hab noch ein Stück vor mir. Ich bin an unserer alten Stelle an der Plattform oben. Ja, da sind wir auch gerade alle gespawnt. Ja, da stehen wir hier wieder so wie am Anfang, mit gar nichts. Pronto. So, Dünger hat das kleine Feld ja noch, das ist schon mal sehr gut. Ja, dann müssen wir mal gucken, entweder machen das, können wir dann zeigen. Mal gucken, ob ich dann eben so eine Single-Expedition runter mache. Vielleicht nehme ich auch einen Schlafsack mit. Falls ich ja doch noch weiterkomme. Ich habe ganz viele Schlafsäcke. Gut. Dann müssen wir einfach mal schauen, wie wir das da machen. Ob ich die Tiere dann schnappe und versuche es dann nochmal selber nochmal ein bisschen weiterzukommen, oder? Also mein Vorschlag wäre, wir lassen die Tiere jetzt da, wo sie sind. Wir wissen, wo sie ungefähr sind und... Ja, da werden sie aber nicht lange überleben. Gleich ganz ehrlich, bei den Viechern, die da sind. Wenn sie es überleben, okay. Wo sie geparkt haben. Wenn sie es überleben, okay. Wenn nicht, haben wir halt Pech.
Neue Tiere müssen wir sowieso tamen jetzt. Wenn wir nochmal so einen Schritt machen. Ich hab hier ja schon eins. Muss man ja nur tamen. Das nur ist gut. Ich bin schon wieder fleißig am Pflücken und am Machen. Ja, ein bisschen Zetsch und wieder ein bisschen Wood. Und ich bin immer noch am nach Hause dackeln. Pass auf, da ist irgendwann mal ein Krokodil. Kroko. Ich stehe nicht so auf das Krokos. Das eine Kroko mitten am Strand hat sie erledigt gehabt. Okay. Ja. Da waren ja schon die vier Kleinen dran. Ich habe mir schon ja, echt gedacht, dass das ein Fehler war, durchs Wasser zu gehen. Ich habe es gerochen. Diese behinderten Piranhas, sie sind so extrem stark. So ja, ist das halt. Was Scheiße passiert. Worden. Genau. Nächstes Mal bleiben wir dem Wasser ein bisschen ferner. Ja. Doof. Ach, der Kleine ist schon wieder außer Atem hier, mein Kleiner. Ist das schon wieder... Na. Ist doch nur ein kleiner Stein. So. Die Ressourcen sind wieder gespawnt bei uns hier. Dann hat sie ja wenigstens was Gutes. Ja. Ach so, die erste Spritzhacke habe ich schon wieder durchgenommen. Das gibt's schon gar nicht. Ja. Hier ist ja ein Wasserloch. Da habe ich dafür ja den ersten Demon versucht zu tamen, aber der ist ja ersoffen für ihn. Passiert. Steine klopfen. Noch ein bisschen Stone rausholen. Ja. Wenn wir ja dann wieder Dinos tamen, dann können wir wieder richtig loslegen. Ach ja. Hier müssen wir mal schauen, ob wir vielleicht diese Reise mal mehr aktive Fleischfresser vielleicht bekommen. Zum Tamen. Wir müssen gucken, dass wir mehr Fleischfresser tamen. Vielleicht auch ein Raptor oder sowas. Ein Raptor sage ich in unserer Position, nein, werden wir nicht hinkriegen. Davor, dass man Raptor mit der Kolonie für ihn umbucken konnte. Ist wieder ohnmächtig. Ja, klasse. Was? Hab ich das gerade richtig gehört? Esi kommt zu mir an und er hat richtig schön Fladen vor meinen Kopf gelegt. Passt doch. Komm. Auf den Kopf geschissen. Sowas nennt man echt nett und fürsorglich. Ja. Aber ich würde sagen, an dieser Stelle, es ist mal wieder so viel Zeit, ne? Ja, es ist soweit. Wir haben wieder unsere 20 Minuten leider voll. Ihr habt wieder viel gesehen in der Folge. Und da bedanke ich mich erstmal recht herzlich, beziehungsweise wir bedanken uns recht herzlich fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat mal wieder Spaß gemacht und ich sage mal bis zur nächsten Folge. Tschüss und tschüss mit Ö.
Ciao, ciao. Tschüssi.